Heute in der neuen Pixel 5 Show News und Gerüchte zum Preis der PS5, zum Erscheinungsdatum und zur Vorbestellung. Außerdem News zu höheren Spielepreisen und zu 120 FPS auch auf der PS5. Und dazu kommt noch das Topic der Woche, ob ihr die PS5 eher liegend oder hochkant stellen wollt. Los geht's! Und damit hallo und willkommen zur Pixel 5 Show Nummer 14 sind wir schon, dem wöchentlichen PlayStation 5 Magazin. Und bevor es losgeht, gibt es ein herzliches Dankeschön zunächst mal an meine Supporter und Mitglieder auf YouTube. Könnt das Ganze gerne auch supporten, wenn ihr mögt. Doch jetzt geht's los mit den News und natürlich der allerersten, wichtigsten Meldung der Woche, sage ich mal. Ein Insider hat mal wieder gesprochen, ja. Und zwar eine Quelle, nämlich namens Roberto Serrano, der eigentlich schon mal vorher einige Leaks vorher rausgebracht hat, die teilweise gestimmt haben und Gerüchte. Und jetzt hat er wieder was am Start. Und zwar behauptet er, am 13. Juli wird der PS5-Preis bekannt gegeben, das Erscheinungsdatum und dass dann auch ab 13. Juli die Konsole vorbestellbar wäre. Er schreibt auch TBC, also to be confirmed, das heißt, das muss noch bestätigt werden. Aber er behauptet das jetzt hier in einem Tweet, in einer Antwort, in der Unterhaltung mit dem Games-Journalisten Jeff Grubb. Und es ist zumindest mal ein neuer Ansatzpunkt oder Anhaltspunkt. Und das Interessante ist, dieser Herr, der Roberto hier, der hat auch einige andere interessante Behauptungen nochmal aufgestellt. Dass beispielsweise die Lockhart-Konsole, die Xbox, also von der Xbox kommen zwei Geräte raus, Xbox Series X und Xbox Series S, so wie es aussieht. Und dass die Series X scheinbar wohl eine Woche vorher rauskommt, bevor... auch vor der PS5 natürlich, ja. Er schreibt zum Beispiel hier beispielsweise, dass die PS5 jetzt am 27.11. erscheinen würde. Wir hatten vorher das Gerücht, dass sie am 20.11. rauskommt, vor einer Woche. Also es schwankt so. Wir sind auf jeden Fall, es schießt sich scheinbar auf November ein. Dasselbe eben auch bei der Xbox. Da heißt es jetzt komischerweise 19., was eigentlich keinen Sinn macht. Also es wäre dann wahrscheinlich auch der 20. Und scheinbar danach auch die Series S, aber erst danach. Aber gut. To be confirmed heißt es auch hier, also es ist alles unbestätigt. Ich denke aber, das würde aber Sinn machen dahingehend, weil es ist einfach auch bei PS4 und Xbox One damals so gewesen, dass wir auch im November, in der zweiten Novemberhälfte eigentlich die ganzen Konsolen da erschienen sind. Außerdem interessant, dann noch etwas, und zwar abseits von diesem Event 13. Juli, wo vielleicht das bekannt geben wird von der PS5, der Xbox-Event. Jawohl, es ist ja so, dass eigentlich Microsoft lange, lange schon vorab angekündigt hat, dass es im Juli ja noch ein großes Event geben wird für die Xbox und die First-Party-Spiele und natürlich die kommenden Infos. Und jetzt ist es scheinbar so, dass das Ding vorher wohl für den 12. Juli angesetzt war, dann verschoben wurde auf den 19. und jetzt nochmal verschoben wurde auf den 23. Juli. Unbestätigt. Es gibt auch offiziell keine Angaben. Es hieß bisher nur, es kommt im Juli. Es gibt auch bisher keinerlei Ankündigung dahingehend, wann das sein wird, dieser Event. Und das heißt jetzt hier, dass es nach hinten geschoben ist. Für mich, wenn das wirklich so ist, kommt das ein bisschen komisch. Aber vor allen Dingen, weil sie relativ spät dran sind und theoretisch jetzt Sony mit ihrer Ankündigung da vorab kommt. Es macht allerdings dahingehend Sinn, dass Microsoft sagt, nein, wir warten ab, was Sony macht, auch wegen Preis. Und danach stellen wir unser komplettes Line-Up vor, plus Preis, plus allem. Ich bin gespannt, ob es wirklich so ist, weil, wie gesagt, Microsoft lauert da dem Ganzen auf. Ich habe das ja schon ein paar Mal in den letzten Sendungen ja auch schon erwähnt. Jetzt gibt es noch was Interessantes, und zwar zum Thema höherer Spielepreis. Ja? Das wird beispielsweise hier auf Eurogamer auch unter anderem erwähnt. Und zwar ist es so, es geht darum, dass die Preise für PlayStation 5 und Xbox Series X Spiele steigen werden. Vielleicht. Das war ja auch schon vorher mal ein Gerücht. Es ist nämlich so, dass NBA 2K21 für die aktuelle Konsolengeneration erscheint und für die nächste. Und es unterscheidet sich preislich. Für die aktuelle Generation kostet es nämlich 69,99. Das ist übrigens auch der offizielle Verkaufspreis, der meistens unterboten wird im Handel. Also meistens kriegt ihr Spiele auch 10 Euro günstiger. Aber jetzt kommt's. Für PS5 und Xbox Series X wird das Spiel 5 Euro teurer sein, nämlich 74,99. Und jetzt ist die Frage,
Ist das schon die Preiserhöhung für alle Spiele oder macht das nur der Hersteller 2K? In dem Fall einfach, weil sie sich sagen, ja, das ist aufwendiger, deshalb machen wir es ein bisschen teurer. Aber weil aktuell hat weder Microsoft noch Sony irgendwas dahingehend gesagt, dass die Spiele teurer werden sollen. Es wäre aber natürlich theoretisch möglich, bloß es ist auch dahingehend natürlich konsequent, weil Spielentwicklungen immer aufwendiger werden. Da gab es auch letztens mal eine große Diskussion, dass Spiele, diese Entwicklungen immer kostenintensiver werden und auch die Spiellängen immer länger und immer größer, weil das auch ein Verkaufsargument ist. Und letztlich muss man das irgendwo wieder reinspielen. Und da oftmals auch Mikrotransaktionen bei Spielen verrufen sind, muss man bei solchen Spielen, wo Vollpreisspiele eben da eben entsprechend höher ansetzen. Ich hoffe nicht, ja, aber guck, warten wir mal ab. Weitere News, und zwar gab es etwas zu einer schwarzen PS5 und etwas, was eigentlich aussieht, wie als wäre es ein echter Trailer von Sony, die eben jetzt hier eine schwarze PS5 vorstellen. Ist allerdings leider nicht echt, ist selbst gemacht. Was heißt selbst gemacht? Das ist von Giuseppe Spinelli ein Rendering gemacht. Wirklich, er hat das komplett in 3D nochmal alles neu gemacht. Der Trailer sieht aus, als wäre er von Sony. Ist es aber nicht. Der kommt nämlich eigentlich auch von der Webseite Let's Go Digital. Die kennt man daher. Die haben früher auch schon das DevKit in 3D schön und Trailer dazu gemacht. Sogar einen DualSense-Trailer haben die dazu gemacht. Und jetzt eben haben sie auch noch einen Trailer gemacht zu einer PS5 Black Edition, die es aber, wie gesagt, leider nicht gibt. Die aber echt schön aussieht und wo ich sagen muss, hoffentlich sehen die entscheidenden Leute bei Sony genau das und denken sich, ja, das wäre doch mal nice, weil ehrlich gesagt, auf so eine schwarze Edition hätte ich schon Bock. Dann geht es noch weiter, haben wir noch eine News und zwar zum Thema 120 FPS und wir haben jetzt endlich das erste Spiel, das für 120 FPS auf der PS5 bestätigt ist. Und zwar ist es Dirt 5 von Codemasters. Es war ja so, Dirt 5 wurde schon vorab bestätigt, dass es auf der Xbox Series X mit 120 FPS läuft. Das haben sie definitiv bestätigt. Aber sie haben noch keine Angabe gemacht für die PS5. Und das fand ich auch ein bisschen verdächtig. Aber jetzt zumindest haben sie im offiziellen PlayStation-Magazin in England, in UK, nochmal hier bestätigt, dass eben die PS5 auch die Option für 120 FPS hat, eben womit was gut ist für Racer, die jeden Frame zählen sozusagen. Und ja, das ist im Grunde mal schon eine schöne Bestätigung und ja, logisch, dass das kommen wird. Es werden natürlich einige Spiele mit 120 kommen, die Frage ist nur welche. Und zumindest haben wir jetzt schon mal einen bestätigt, ja. Bei der Xbox Series X haben wir jetzt, ja, glaube ich, bisher nur zwei bestätigte. Das eine ist auch Dirt 5 und das andere ist Gears 5, das einen eigenen 120 FPS Modus haben soll. Und damit sind wir bei den News durch und es geht gleich weiter zu euren Fragen zur PS5. Und ihr könnt eure Fragen zur PS5 sehr gerne stellen unten in den Kommentaren. Dazu gibt es ein paar Regeln. Ja. Die erste Regel ist, stellt nicht doppelte Fragen, die wir schon mal hatten. Das heißt, schaut doch, haben wir erst natürlich die anderen Sendungen an, weil wir haben sehr vieles, was wir doppelt und dreifach hier besprechen. Wo wir das Ganze auch bald künftig noch ändern wollen. Also ich will da noch ein eigenes FAQ machen dazu, wo wir die häufigsten Fragen nochmal abhandeln. Und damit die hier auch eliminiert werden. Und das andere ist, auf dem Kommentar schreibt ihr groß Frage, Doppelpunkt und dann eben eure Frage, damit das Ganze eben beim nächsten Mal drankommen kann, weil sonst fällt es raus. Also, los geht's mit dem Markus, der fragt, ich habe gelesen, dass der Standfuß der PS5 möglicherweise nicht zum Lieferumfang gehört und man die nachkaufen muss. Wäre kein guter Zug von Sony. Das stimmt, ich habe das auch gehört. Ich habe auch schon gelesen, auch wieder mal Gerücht, dass das Ding 20 Euro kosten soll, dieser Standfuß. Was ich ehrlich gesagt ziemlich frech finden würde, weil das ist ja nur so ein Plastikfuß, der gar nichts tut. Das ist ein Teil, das man sich schnell aus dem 3D-Drucker raushauen kann oder sich selber schnitzen kann aus dem Holzstück, ganz ehrlich. Und das wäre schon hart. Ich glaube aber schon, also ich meine gelesen zu haben, dass der nicht dabei wäre und Sony da auch garantiert nochmal sich extra bezahlen lässt dafür. Wäre nicht schön, aber ich befürchte es.
Der Power Ninja fragt, warum wird man auf der PS5 Disc-Spiele wieder kopieren müssen? Ich fand es auf der PS3 besser. Ja, das ist das ganze Konzept von der PS5, dass das Ganze auf der so ultraschnellen SSD läuft und deshalb muss man Disc-Spiele darauf umkopieren. Das geht nicht anders. Weil sonst von Disc wären Spiele viel zu langsam. Das würde ja gar nicht funktionieren, weil ein Disc-Laufwerk ist ja brutal langsam. Im Vergleich zu einer Festplatte und vor allen Dingen im Vergleich zu einer SSD. Und deshalb würden vor allen Dingen Open-World-Spiele überhaupt total bescheiden laufen. Zweitens, glaubst du, dass man nicht wieder Blu-Rays, sondern auch DVDs abspielen kann, wie auf der PS3? Doch, wird beides gehen. Geht auf der PS4 auch. Man kann sich auch immer noch DVDs angucken. Genauso wie Blu-Rays. Drittens, keine Frage, weil ich mich entschuldigen, dass das letzte Mal aus Versehen Modell statt Design geschrieben habe. Ist okay, es kommt ja sowieso, teilweise weiß ich ja, was ihr meint. Der Chan schreibt, ich würde die PS4 auch verkaufen jetzt, aber ich frage mich, was mit dem PS4-Account und den Daten. Was damit ist, ja. Also in Spielen, welche ich auf PSN gekauft habe, kann ich es auf PS5 weiterhin nutzen. Ja, es ist so, ihr werdet euren Account zu 99%, sage ich mal, es ist ja noch nicht bestätigt, aber zu 99% ist meine Einschätzung, euren Account weiter benutzen können von der PS4 auf die PS5. Und wenn ihr euren Account benutzen könnt, habt ihr auch Zugriff auf eure Download-Spiele, die ihr runtergeladen habt. Die sind ja accountgebunden und nicht ans Gerät gebunden. Das heißt, wenn jetzt eure PS4 verkauft, das ist auch die Frage vom Soccer Squad gleich, der auch fragt, wie läuft das mit der Datenübertragung? Ich habe meine PS4 Pro nicht mehr. Es ist so, dass ihr euch auf eure PS4 abmeldet mit eurem Account. Ihr könnt den Account quasi lösen von dieser PS4. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es genau heißt im Menü. Dann könnt ihr quasi für PS5 losstarten, mit euch mit demselben Account einloggen und dann solltet ihr genauso Zugriff haben wie auf eure ganzen Daten, Trophäen, Freundeslisten, PSN-Spiele und so weiter. Wichtig ist nur, oder gut wäre es, wenn ihr euch von der alten PS4 abmeldet. Wenn ihr das nicht gemacht habt, das ist eben, kommt natürlich auch vor, ihr könnt es auch online machen auf der Sony-Seite. Auf dem PlayStation.com bzw. PSN-Network ist auf jeden Fall verlinkt mit eurem Konto. Mit euren Kontoeinstellungen, welche Geräte damit verbunden sind und die könnt ihr auch disconnecten dann, nötigenfalls hinterher. Und da ist auch die Frage vom Soccer Squad, ob ich ein Tutorial machen soll dazu. Ja, ich würde sagen, ich würde ein Tutorial machen, wenn mal das Gerät da ist und ich das zeigen kann. Also die PS5. MathPlays, welche Spiele werden exklusiv für beide Konsolen werden? Titel für beide Konsolen werden. Naja, also dazu gibt es ja eigentlich gesagt eigene Videos hier auf dem Kanal und das jetzt aufzuführen wäre jetzt zu aufwendig, aber ganz grob gesagt ist es so, dass Microsoft-Spiele exklusiv für Microsoft-Konsolen kommen und Sony-Spiele exklusiv für Sony-Konsolen, blöd gesagt. Das heißt, wir haben ganz kurz gesagt, auf der Xbox haben wir Gears of War, Forza und Halo und bei der Sony-Maschine haben wir Dinge wie Horizon, Gran Turismo, oder Ratchet & Clank, was mir jetzt komischerweise einfällt, ich weiß gar nicht warum, oder Spider-Man. So, Marco, Frage, wo die PS4 rauskam, hat Sony ein komplettes Paket angeboten? Ich meine mit VR-Brille und Kamera oder so, oder kam das später raus, zwecks VR-Brille PS5? Nee, also folgendes, die PS4 kam 2013 raus und PlayStation VR kam, glaube ich, 2016 erst raus. Es gab dann allerdings ein Bundle, Konsole mit Headset, oder auch nur das Headset und verschiedene Bundles und mitspielen, ohne Spielen, da gab es verschiedene Bundles. Das kam allerdings erst später raus. Ich denke, das wird dann bei der PS5 dann so ähnlich werden. Osan, ich habe noch 144 Hertz Monitor, weiß nicht, ob er 4K für die PS5 unterstützt. Wie kann ich herausfinden, ob er 4K-kompatibel ist? Ja, also ehrlich gesagt, wenn du den beispielsweise am PC hast, siehst du ja, was für Auflösungen du ansteuern kannst auf dem Teil. Dann gibt es natürlich auch einfach mal, schaust du einfach nach der Anleitung beim Hersteller, auf der Herstellerseite, auf dem Support. Da steht es ja auch drin, was der kann. Wobei tendenziell würde ich sagen, 144 Hertz ist selten 4K. Denn oft sind die WQHD-Auflösung, also 1440p, denke ich, oder 1080p. Robin, wenn die PS5 rauskommt, werden dann auch genauso viele Spiele für die PS4 rauskommen oder ist die PS4 dann total veraltet? Also total veraltet nicht. Es werden, gerade in der Anfangszeit, werden sehr viele Spiele für beide Konsolen rauskommen. Also ich möchte jetzt beispielsweise wetten, Call of Duty ist noch nicht angekündigt, wird definitiv kommen für PS4 und für PS5. Das war damals auch eine Übergangszeit, da gab es auch PS3, PS4, war es genauso. Nächstes Jahr bestimmt auch noch, genauso mit FIFA und den ganzen, ich sage jetzt mal, Erfolgstiteln bekannten und den bekannten Marken. Die PS4 wird irgendwann veraltet sein, ja. Allerdings glaube ich, das wird noch ein paar Jahre dauern.
Dann, zweite Frage, zockst du nach der Erscheinung der PS5 auch noch mit der PS4? Das kommt auf die Abwärtskompatibilität an, wie gut die funktioniert. Mal gucken. Und dritte Frage, wirst du dir Trails in World 2 zum Release holen? Nee, irgendwie habe ich keinen Bock mehr auf Trails in World. Pro Gamer wird G29 bei der PS5 klappen? Nee, habe ich schon 100 Mal beantwortet, weiß man immer noch nicht. Ich habe auch letztens, habe ich auch schon gesagt, ich habe bei Fanatec angefragt, wie es ist mit Lenkrädern und PS5. Die sagten auch, wir können noch nichts sagen dazu. Aber es war noch kein Nein, sagen wir es mal so. Fredo, warum macht man sich so einen Kopf darüber, ob jetzt PlayStation-Symbole drauf sind auf der PS5 oder nicht? Und warum faked man sowas? Ja, ich weiß es nicht. Also ich würde natürlich auch gerne abwarten. Nichtsdestotrotz fand ich es als Newsmeldung interessant, dass es drauf ist, weil es ein schönes Detail ist, wenn es so ist. Giuseppe, angenommen, man könnte morgen die PS5 vorbestellen, kriegt man die PS5 dann auch zum Release oder könnte sich die Lieferung verschieben? Verschieben kannst du dich immer, aber grundsätzlich gilt, je früher ihr irgendwas vorbestellt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es auch pünktlich bekommt. Ich denke, man muss bei der PS5 schnell sein beim Vorbestellen. Sobald sie vorbestellbar ist, möglichst gleich vorbestellen und nicht erst warten und sich überlegen, weil es hieß auch seitens von Sony, dass wir weniger PS5-Geräte zum Start haben, als damals PS4-Geräte zum Start. Und wenn ihr euch erinnert, PS4 war im Erscheinungsjahr, im November und im Dezember, überall ausverkauft. Ihr habt keine Chance gehabt, noch eine zu kriegen. Höchstens auf eBay zum Mondpreis. Zweitens, denkst du, Sony bringt im Juli den Preis zur PS5? Ja, wie eingangs erwähnt, denke ich ja, das wird jetzt kommen. Und ich hoffe, das ist so. KRB. Kann man den 3D-Sound auch mit einem normalen Headset auskosten oder braucht man ein 3D-Pulse-Headset? Nein, es hieß, dieser tolle 3D-Audio-System funktioniert mit jedem Headset. Jetzt natürlich jetzt die Frage, warum braucht man ein 3D-Pulse-Headset? Ich habe keinen Schimmer, ganz ehrlich. Und ich weiß auch nicht, was der Unterschied ist von diesem Pulse-Headset zu einem normalen Headset, wenn dieser 3D-Sound sowieso kommt für alle, wenn das überall für alles kompatibel sein soll. Mal abwarten. Also ich würde natürlich das Ding gerne testen, ob es wirklich einen Vorteil bringt. Aber bisher gibt es noch keine Beschreibung oder noch kein Argument für das Teil. Außer, dass es cool aussieht. Der Laberlurch. Wie ist das mit 3D-Audio-Sound? Manche sagen, es ist hardwareabhängig, nicht hardwareabhängig, sodass es mit jedem Headset genießen kann. Ich habe es gerade beantwortet, genau. Und manche sagen, es muss das neue Sony-Headset sein. Wie gerade erwähnt. Ja, also dieselbe Frage nochmal. Der Christian, wie steht es um den DualSense-Controller? Mit Pedals oder doch kompatibel zum Rücktasten-Ansatzstück? Ich glaube nicht, dass der Pedals hat. Es ist bloß meine Einschätzung, ich weiß es nicht. Wir haben immer noch keine Unterseite von dem gesehen, aber ich glaube nicht, weil es gab noch nie einen offiziellen PlayStation-Controller mit Pedals an der Unterseite. Rücktastenansatzstück befürchte ich, das wird nicht drauf passen, weil die Bauform vom DualSense ist komplett anders als die vom DualShock 4. Ergo wird es vielleicht später ein neues Rücktastenansatzstück geben. Aber ich denke zunächst mal nicht zum Start. Hans, wieso hat die PlayStation-Kamera zwei Linsen? Ich denke, es ist noch nichts bestätigt, ich denke, das ist dafür, dass die Kamera ein Stereobild aufnehmen kann, also stereoskopisches Bild. Damit die sehen kann, die Tiefe sehen kann. Das ist, macht dahingehend Sinn, wenn man eben VR benutzt, um die Controller im Raum genau zu erfassen. Sei es jetzt PlayStation Move, wobei wir nicht wissen, ob PlayStation Move mit PlayStation VR 2 dann funktioniert. Oder eben vor allen Dingen für den Controller, der natürlich auch getrackt wird bei PlayStation VR. Ich denke, dafür ist das. Tennis LP. Kann man mit der Create-Funktion in 1080 oder 2160 aufnehmen? Puh, keine Ahnung. Also ich befürchte erstmal nur in 1080, aber das ist auch alles noch offen. Der Schatz fragt, warum denkst du, geht Sony nicht den Weg wie bei der PS4, dass die Konsole bei Amazon vorbestellt ist zum Preis X und dann später dann sagt, die Konsole kostet 500 Euro? Dann hätten sie den Vorteil, dass Vorbestellerzahlen vorliegen. Außerdem könnte man die Konkurrenten ärgern, wenn ich später dann sagen kann, die PS5 kostet doch weniger als der Vorbestellerpreis. Ja, so haben sie es ja bei PS4 gemacht, sagst du schon richtig. Aber es ist so, dass Amazon allgemein das nicht mehr gemacht hat, seit Jahren nicht mehr. Das haben sie früher immer öfter gemacht, dass man irgendwas vorbestellen konnte zu irgendeinem Fantasiepreis und dann kam der echte Preis. Ich bin mir nicht sicher, warum. Ich kann mir gut denken, dass natürlich sich andere Händler darüber beschwert haben, dass sie das machen oder machen dürfen. Und vielleicht gibt es auch ein Agreement mit Sony, dass sie sagen, es ist da vorher noch nicht als Vorbestellung raus. Vielleicht auch, weil sie noch gar keine zugesicherte Menge an Geräten haben.
Hans, kann man bei der PS5 die interne 825 GB Festplatte ersetzen oder erweitern? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ja der festen Überzeugung, die ist austauschbar. Das heißt, man schmeißt die alte 825 GB raus und baut eine neue rein. Doppelt, dreifach groß, wie auch immer das sein wird. Jetzt gibt es aber, da habe ich mal eine Diskussion gehabt, auch mit Zuschauern oder in Kommentaren, wo auch jemand meinte, ja Moment, nee, die ist fest drin, die 825er. Und da zusätzlich gibt es einen Slot, wo man die erweitern kann. Und ich bin mir da unschlüssig, weil ich habe mir das nochmal angeguckt, auch mit die Vorstellung der PS5 von Mark Cerny. Und es wird nicht genau definiert. Es heißt nur, man kann das austauschen, aber es wird nicht explizit gesagt, das Ding bleibt drin oder das Ding kommt raus. Also von daher weiß ich es nicht. Boombaba, glaubst du, dass Ghost of Tsushima am ersten Tag auf der PS5 laufen wird? Ja. Und denkst du, dass Bushido und Flair sich irgendwann vertragen? Nein. Das war's von den Fragen. Und jetzt geht's zum Topic der Woche, das Wochenthema. Und zwar war die Frage, PS5 lieber hochkant oder liegend? Wie werdet ihr die PS5 betreiben, wenn ihr sie denn da habt? Und das interessante Ergebnis ist schon mal hier. Wir haben 23 Kommentare, 23 Leute, die sagen hochkant, 16 Leute liegend und 6 Leute sind unentschlossen. Mal schauen wir mal, was ihr dazu so zu schreiben, zu sagen habt. Der Markus schreibt, sollte ich mir die PS5 kaufen und nicht diese Xbox Series X? Wenn ich sie hochkant betreibe, ob das Vor- oder Nachteile bei der Kühlung hat, kann ich nicht sagen. Max sagt hochkant eben. Stromex sagt hochkant, da es deutlich besser aussieht. Und zweitens, weil die Kühlung hochkant besser funktionieren wird. Luftzirkulation, ja. Ich glaube es auch. Und da schreibst du noch danke für das wöchentlich Zusammentragen der neuen News. Ja, gerne, gerne. Der Toni meint hochkant. Ich denke, es ist so auch der Grundgedanke beim Design gewesen. Durch den Standfuß kommt vielleicht noch Luft von unten in das Gerät. Standfuß stört mich nicht. Stelle sie einmal hin und fertig. Von mir aus müsste man die auch gar nicht hinlegen können. Gamerjack hochkant, schreibst du. Eindeutig senkrecht, also hochkant, alle meine Konsolen, außer die Xbox Classic, GameCube und PS1. Bei 7 Konsolen, die alle angeschlossen sind, muss man sich eben was einfallen lassen. Und ich finde auch stehend sehen fast alle besser aus. Nur, dass man immer immer einen separaten Standfuß braucht. Ist jetzt die Frage, ob bei der PS5 eben dieser dabei ist. Ja, das ist die Frage. Thorsten, liegend. Ich werde die PS5 im liegenden Zustand liegen. Was? Ja, bin daheim wahrscheinlich. Spider hat einen ziemlich ausführlichen Kommentar. Zunächst mal zum Thema liegend. Ja, muss schauen, wie groß das Teil im Endeffekt ist. Sollte es in mein Regal passen, dann eher liegend. Falls nicht, dann hochkant neben dem TV. Außerdem bin ich mir zu 100% sicher, dass der kleine runde Standfuß bei den beiden Versionen mit dabei ist. Ich hoffe es so sehr. Dann habe ich noch zuletzt deinen Kommentar scheinbar übersehen zum Thema für den PS5-Design. Es kann sein, dass dein Kommentar zu spät kam und er deshalb unter die Räder gekommen ist, beziehungsweise er eben nicht mehr berücksichtigt werden konnte. Und dann noch zum Thema VR hast du was. Ich weiß, du bist ein großer VR-Fan. Da sind auch einige zu Recht Fans. Und ich habe auch letztes Mal PlayStation VR ein bisschen, ich will nicht sagen schlecht gemacht, aber ein bisschen relativiert, weil nicht alles Gold ist, was glänzt mit in Sachen VR. Du schreibst natürlich, klar, zu Recht, VR ist natürlich immer noch ein großes Ding, aber ich finde es immer noch sehr, sehr nischig, muss ich sagen. Du schreibst natürlich auch, es gibt zum Beispiel Spiele wie Beat Saber, Walking Dead oder Half-Life Alyx vor allen Dingen oder Astrobot auch oder Blood and Truth, genau, richtig, richtig, die richtig gut sind. Und ich habe letztes Mal eigentlich nur eben ein paar erwähnt, die eher nicht so gut sind, die ich schon gespielt habe, wo ich eben schon schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, ja. Dass die Spiele meist noch nicht an die Qualität von normalen Games rankommt, liegt an der Limitierung der derzeitigen Hardware, also die PS4, genau. Und da schreibst du auch, die PSVR 2 auf der PS5 wird es wahrscheinlich hoffentlich auch mehr Kaliber wie Half-Life Alyx geben. Das hoffe ich auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ich hätte auch dann eben, schreibst du auch halbgare VR-Umsetzungen wie von Ace Combat oder Gran Turismo, dass die dann in der Vergangenheit angehören. Hoffe ich natürlich auch. Mal schauen. Ich denke eben, das ist das Problem, dass eben PlayStation VR auf PS4 an sich technisch eingeschränkt ist und dass man auf dem PC, das schreibst du ja auch, natürlich entsprechend aktuell das bessere VR-Erlebnis hat. Ist so. Ist natürlich auch entsprechend teurer auf dem PC, aber da hat man einfach das an sich bessere, die besseren Headsets und natürlich die bessere Technik. Ja. Und im Grunde ist auch PlayStation VR für mich immer so eine Art Einsteigermodell in Sachen VR. Ja, beispielsweise, genau, beispielsweise, wenn du eine Rift S hättest, würdest du sicher mehr VR spielen. Das kann gut sein, weil aktuell
PlayStation VR liegt bei mir eher rum, als dass ich spiele. Das stimmt. So, gut. Dann geht's weiter. Und dann geht's gleich weiter mit Kommentaren zum Thema Hochkant, weil das sind ja auch die meisten, die schreiben, wie der Gandalf. Da die Sony, dass Sony die PS5 Hochkant vorgestellt hat, wird sie in dieser Position besser funktionstüchtig sein, als wenn sie liegen würde. Robin meint, Hochkant sieht sie einfach geiler aus. Arues sagt, auch Hochkant, bisher hatte ich alle Konsolen auf dem Schreibtisch neben dem Monitor liegend stehen. Gefiel mir besser. Aber daher wird die PS5 wohl die erste Hochkant stehende Konsole. Dann, ich bin der eine. Ich finde sie stehend optisch ansprechender. Sie werde sie allerdings im TV-Regal hinlegen, da die Fächer nicht so hoch sind. Ja. Man muss auch noch bedenken, Leute, was ich mir noch gedacht habe, wenn man sie direkt ins Regal hochkant stellt, ich glaube, nach oben hin braucht die noch gut Luft zum Zirkulieren. Ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, die pustet aber nach oben oder zumindest nach hinten auf jeden Fall ziemlich viel Abwärme ab. Glaube ich. Ich weiß aber noch nicht genau, wie das Kühlsystem positioniert ist, in welchem Winkel. So, Andreas, werde ich mir hinstellen, da ich denke mir, dass die Lüftung eine bessere Funktion hat, sonst hätten sie die PS5 liegen präsentiert. Das ist natürlich auch ein absolutes Argument dafür, ja. Und du schreibst auch, denk mal an die Skizze, die du gezeigt hast, wegen der Lüfterkühlung und dass der Prozessor an beiden Seiten Luft dazu bekommt. Ja, mal sehen. Aber gut, ich meine, es geht ja liegend auch, dass von unten und von oben dann das Ganze, die Luft rankommt. Nein. Bloodgott, wie auch die PS4, werde ich mit die PS5 hochkant aufstellen. Meli, hochkant wegen dem Platz und es sieht besser aus. Andreas, hochkant, weil ich glaube, es ist dafür hauptsächlich konstruiert worden. Ja? Nicht umsonst sieht man sie meist stehen in Werbeaufnahmen, ja, stimmt schon. Dann Tennis, nochmal, lieber hochkant, weil das V-Design besser rüberkommt, das stimmt. Schatz sagt auch, wenn sie hochkant hinstellen, Design gefällt mir so besser. Denke, die Kühlung ist auch eher auf das stehende Design optimiert. Gaming Supernova, auch hochkant. PS5 wird in Premiere sein. Noch nie zuvor habe ich eine Konsole hochkant gestellt. Ja, das kann natürlich sein. Und Dankeschön, ja. was du noch geschrieben hast. Dein Kollege schreibt, ich stelle sie hochkant hin, denke, dass sie dann leise ist, weil sie dann besser zwischen Fernseher und Schrank passt. Blauorg auch, ich werde sie hochkant aufs Lowboard stellen und neben der PS3, PS4 Pro und TV. Dr. Alphons, solange sie nicht zu laut wird, finde ich sie gut, dass sie, solange sie diesmal nicht zu laut wird, finde ich das gut, nicht wie bei der PS4. Ja, das wurde hoffentlich gelöst. Bei Marco, werde ich es mir hochkant hinstellen, da sie mir so besser gefällt. Denke mal, es wird keinen Unterschied zwecks der An- und Absaugluft geben, ob liegend oder stehend. Der Christian, auch hochkant, weil ich keinen Platz habe. Ich glaube, dass hochkant besser ist, weil rundherum Luft genug ist zum Kühlen, aber liegend nicht. Kilua, finde sie hochkant viel hübscher, da ich das Hochhausdesign feiere. Der Dennis, ich stelle meine PS5 eben, weil sie so groß ist, denn mein Desktop-PC ist auch nicht gerade klein. Moment mal. Hochkant oder quer? Stell meine PS5 eben. Stellen, also hochstellen wahrscheinlich. Ja. Denn mein Desktop-PC ist auch nicht gerade klein und da spricht keiner drüber. Ja klar, beim Desktop-PC fragt natürlich auch keiner, liegend oder stehend. Ja, die stehen alle irgendwo und meistens unterm Tisch. Weil das meistens so Riesenbrocken sind. Liegend. So, gibt es natürlich ein paar Leute, die liegend lieber die Konsole haben wollen. Wieder Tobias, dass sie stehend nicht ins Regal passen würde. Und der Sebastian, kein Bock, dass mir das Monster nachts umfällt, wenn ich aus Versehen dagegen stoße, nachts angetrunken auf dem Weg zum Klo. Revenge, liegend erstmal, sonst hauen meine Kinder die PlayStation um und ich habe keine Lust drauf. Bei Sorax ist auch liegend. Bei Edis, weil mein Fernseher zu klein ist, meine PS4 liegt auch, deshalb liegend. Daniel, werde sie wie alle meine Konsolen liegen betreiben, aber auch Angst, dass jemand umwirft und sie dann kaputt geht. Xiana, liegen wäre mir die PS5 lieber, weil ich sie so in meinen Tower integrieren kann. Da mein Fernseher breiter ist als der Kasten, auf dem er steht, muss ich sie auf jeden Fall hinlegen, sonst würde er das Bild verdecken. Ja, das ist natürlich klar, Platzsache. Sven, Deckenhöhe in meiner Wohnung, da meine Deckenhöhe in der Wohnung wohl nicht ausreichen wird, um sie hochkant zu betreiben. Bisher liegen alle meine Konsolen, deswegen wird die PS4, PS5 auch liegend sein. Denke auch, die Kühlung wird besser sein und es kommt kein Staub von oben in die Lüftungsschlitze. Das ist ein sehr gutes Argument wegen dem Staub. André sagt auch liegend, kein Bock, dass sie umfällt. Erik, ich werde mein PS5 digitale Edition hinlegen, da dann die Kühlung besser arbeiten kann. Denn meine PS4 Pro steht auch nicht wegen dem Laufwerk.
Silla, da ich Angst habe, dass mir die PS5 umfallen könnte, auch liegend. Fabian ist besser so bei der PS5 liegend, weil alle anderen Konsolen bei mir auch liegen. Eiskiller muss sie hinlegen, sonst passt sie nicht ins Regal. Und Sablo, ich werde die PS5 schön liegend stellen. Das habe ich bei der PS4 auch gemacht. Ich kann ihn nicht hochstellen, weil die Maße, wie gesagt, wenn die Maße gesagt, stimmen, habe ich mit dem Zollstock ausgerechnet. An meinem Fernsehtisch würde das zu eng werden, sprich, ich muss die liegend stellen. Ja. Und noch unentschieden sind unter anderem der Dustin. Mein TV an der Wand hängt nicht ganz so hoch, sodass ich sie hochkant auf meinem TV-Board stelle. Sie wird und sie vermutlich mit ins Bild ragt. Blöd. Und liegend irgendwie, beziehungsweise irgendwo hinzulegen, kann ich mir noch nicht vorstellen. Denke, das wird final entschieden, wenn ich sie in der Hand habe. Außerdem denke ich, dass die Kühlung bzw. die Luft besser zirkulieren kann. Ja, das ist die Frage. Ich frage mich sowieso, ob es einen Unterschied gibt in Sachen Lautstärke, ob sie hoch kann oder liegend ist. Bei der PS4 zum Beispiel, bei mir ist es ein ganz, ganz leichter Unterschied. Der Peter, ich weiß noch nicht, aber wahrscheinlich stehend. Contra sagt normalerweise liegen Konsolen bei mir immer, dass man die PS5 ohne Liegefuß nicht hinlegen kann. Dann würde ich sie nicht als Problem deklarieren, sondern eher als umständlich. Darum tendiere ich zu stehend. Allerdings habe ich Angst, dass die große PS5 mal einen Abflug macht, wenn jemand vorbeiläuft. Ja, Schwerpunkt ist dann noch unbekannt. Ich denke, der Schwerpunkt wird uns schon entgegenkommen, Leute. Ja, aber naja, mal abwarten. Ne? Der Sebastian, ich werde sie abwechseln. Also sowohl hochkant als auch liegend. Okay, hoffentlich nicht Wärmebetrieb abwechseln. Sonst, das könnte vielleicht ein bisschen doof sein. Der Johnson, hochkant oder liegend, ich weiß noch nicht, kommt auf den Platz an. Und McBen, solange die PS5 nicht so groß ist wie mein 30 Kilo Subwoofer von Teufel, sind mir die paar Zentimeterchen egal. Du kannst sie ja oben drauf stellen. Wobei, wenn der Bass wummert, dann fliegt die wahrscheinlich wieder runter. So, das mal zum aktuellen Topic der Woche. Wir haben ein neues. Und zwar, das ist nämlich, finde ich interessant, das kam sich auch schon als Frage. Und zwar, holt ihr euch extra für die PS5 oder die Next-Gen-Konsolen, wie auch die Xbox Series X beispielsweise, einen neuen Fernseher oder einen neuen Monitor extra für die neue Konsole? Könntest du mal gerne schreiben. TV-Doppelpunkt oder Monitor-Doppelpunkt. Schreibt es unten einfach in die Kommentare rein. Oder vielleicht auch, dass ihr sagt, nee, brauche ich nicht, ich bin schon gerüstet. Würde mich interessieren, ob ihr dafür extra noch die so eine Hardware zu euch zusätzlich holt. Und damit, meine lieben Leute, sind wir schon am Ende vorne dieser Pixel 5 Show. Ich bedanke mich bei eurer Aufmerksamkeit. Macht keinen Sinn. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt das Ganze gerne abonnieren. Ihr könnt ein Gefällt mir da lassen und man sieht sich sehr gerne beim nächsten Video hier auf diesem Kanal. Macht's gut und bis dahin.